Willkommen zu diesem Video. Heute geht es weiter mit der 1225. Folge von Dragons Aufstieg vom Berg. Wir bekommen heute erst einmal 80 Millionen Holz, nehmen das einmal mit, können dann hier aufs Kreuz gehen, haben ja 5 neue Angebote und 2 neue Events. Und zwar einmal nochmal hier die VIP-Woche mit dem Holzpaket jetzt am Ende und dann dieser Spesenlauf wird nochmal angezeigt. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist so. Wir gehen erstmal kurz rüber, schicken den Kollegen wieder los, damit er immer schön rechtzeitig da ist. Falls ich jetzt auch mal das Video ein paar Minuten eher aufnehme von der Tageszeit her. Dann sammeln wir hier mal die 240 Runen ein, haben den Tagschatten. Der Kollege hat für uns auch nochmal ein bisschen Holz mitgebracht. Kann aber wieder los, weil er einfach Feuerwerfer leider noch nicht gefunden hat. Und Feuerwerfer wäre sogar auch ein Drache, den man vielleicht sogar als Holzsammler nehmen könnte. Müssten mal gucken, aber mal gucken. Genau, mal gucken. Wow. Wir haben Onizan hier. Der Kollege hat uns 3 Teile mitgebracht. 3 Teile reichen aber leider noch nicht ganz aus. Da fehlen jetzt immer noch welche, oder? Ja, 1. Wow, danke. Dann gehst du wieder los. Hoffentlich findest du jetzt noch das eine Teil, damit das Ding dann erledigt ist. Wir können heute einmal Sturmbringer füttern. Und es geht sogar noch so, dass wenn das Lager voll ist, wir zweimal füttern können. Das wird dann wahrscheinlich nächstes Mal nicht mehr gehen, weil du dann wahrscheinlich auf so einem hohen Level bist, dass du mehr als 50% unseres Lagers mit einmal frisst. Ja, und dann funktioniert das halt rein rechnerisch schon nicht mehr. Wir können jetzt erstmal den Kollegen hier nochmal losschicken, dann die anderen Eisensammler hier vorne noch. So. Wir sind bei ein paar 30.000 Eisen. Das Ding ist, wenn wir heute Sturmbringer wieder ins Training schicken, was höchstwahrscheinlich passieren wird, dann schaffen wir es halt wieder nicht, den Kollegen aufs nächste Level zu ziehen. Hier noch mehr Eisen zu haben, so rum für die neue Brücke. Was fürs aufs nächste Level wollen wir ja ziehen? Nein, müssen wir nämlich ein bisschen gucken, dass wir das Eisen irgendwie mal ranholen in nächster Zeit. Und das werden wir dann aber sehen, wenn es mal soweit ist. Jetzt wäre es schön, mal einen Fisch bekommen. Na, leider nicht. Schade, weil dann haben wir jetzt wahrscheinlich keinen mehr, der uns noch Fisch bringt. Ja, dann müssen wir mal gucken. Wir haben natürlich noch ein bisschen was im Postfach, aber wir haben halt fast ein komplettes Lager voll im Postfach. Das würde ich halt jetzt nicht unbedingt ausgeben. Da würde ich das lieber ein bisschen noch behalten und später mal schauen. Naja, gut. Schicken wir erstmal die Kollegen hier los. Damit wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen Eisen bekommen. Kommen hier sogar auf die 40.000 Eisen noch, was auch sehr, sehr gut ist, um ehrlich zu sein. Können wir das ganze Holz jetzt einsammeln? Ja, können wir auch. Wunderbar. Das heißt, wir haben hier soweit schon alles eingesammelt. Wir haben 41.000 Eisen, was auf jeden Fall richtig geil ist. Was auch fast ausreicht hier für die Insel. Die kostet 42,5. Könnten wir sogar noch schaffen heute. Oder beziehungsweise schaffen wir heute auf jeden Fall noch soweit. Dann ist halt wirklich die Frage, schicken wir Sturmbringer los oder ja, bauen wir das dort hinten aus. Und ich glaube, ich persönlich bin eher noch für Sturmbringer, weil die Brücke bauen wir nur einmal. Und Sturmbringer müssen wir aber dann nochmal ins Training schicken. Und der ist ja dann sowieso wahrscheinlich wieder über 24 Stunden unterwegs. Das heißt, wir würden ihn im nächsten Video sowieso nicht erwischen. Das heißt, theoretisch könnten wir dann im nächsten Video, ja, soweit sein, dass der Kollege auf jeden Fall, oder dass wir auf jeden Fall die Brücke bauen können. Kotz und Wirk sind heute noch nicht zurück. Das ist aber nicht so schlimm, weil wir haben sowieso nicht genug Fisch bis jetzt. Deswegen ist das eh egal. Den Kollegen wollen wir auch nicht losschicken. Wir schicken jetzt hier erstmal Muffel los. Das heißt, wir gehen hier einmal auf Weiter. Dann Grobian ablenken. Und hier können wir für 30 Eisen holen. Dann haben wir hier einmal den grünen Tod. Der kann natürlich wieder los. Der brüllende Tod ist auch noch da. Und zu guter Letzt haben wir auch noch den Immerflügler. Da haben wir nämlich alle 7 Legendären wieder einmal losgeschickt. Wunderbar. So, dann können wir jetzt einmal hier nochmal einsammeln. Haben wir jetzt noch die Äxte. Einmal hier Axt Nummer 1 und dann hier nochmal Nummer 2. Und dann können wir jetzt einmal unsere Reisedrachen losschicken. Das sind alle 3, oder was heißt alle 3? Das sind halt Sturmfell, Hakenzahn und Fleischklops wieder zurück. Die können wir losschicken. Du kannst hier gratis los, das ist kein relevantes Teil. Dann haben wir Hakenzahn, der Kollege kann auch wieder gratis los. Und zum Schluss noch Fleischklops. Und Fleischklops kann auch wieder normal weiter. Hier gibt es noch nichts weiter. Ja, also war die Reise halt nicht zu Ende. Wir haben 10.000 Runen wieder geknackt, das ist auf jeden Fall sehr schön. Hier haben wir jetzt noch ein bisschen Fisch, den wollen wir aber, wie schon gesagt, jetzt nicht einsammeln. Wir sammeln jetzt erstmal hier das Gratispaket ein. Einmal Gratispaket Nummer 1, bekommen hier auf jeden Fall ein bisschen Odinsmarken wieder.
Und dann haben wir noch mal ein bisschen Fisch, Runen, Holz, auch noch mal wunderbar. Öffnen wir direkt das nächste Gratis-Paket. Let's go. Und da haben wir auch schon das nächste. Und hier öffnen wir es wieder und bekommen Skrill, Sturmschneid, rotes Gift. Und haben dann noch mal ein bisschen Fisch, klein paar Runen so. Gut, uns fehlen jetzt noch, ja, knapp 300, bisschen mehr als 300 Millionen Fisch. Mal gucken, ob wir das noch kriegen. Wir bekommen heute erstmal hier die nächste Belohnung. Damit müssen wir nur noch eine einzige Belohnung holen, damit wir den Season Pass oder zumindest den großen oder groben oder wie auch immer Season Pass dann durch haben. Und dann geht es wieder mit den Sonderbelohnungen weiter. So, das haben wir nochmal ein. Damit ist die nächste Belohnung drin. Wunderbar. Hier haben wir so jetzt erstmal nichts drin, was wir noch fertig machen könnten. Wobei doch aufsteigen, ja. Verteidige Berg auch sehr gut. Und hier nochmal Früchte erweisen. Ja gut, schauen wir mal. Sammeln wir erstmal das hier ein, kriegen hier nochmal 500 Season-Währung und dann das Elite-Paket, das können wir jetzt gleich öffnen. So, Sturmschein, Knochenräuber, Skrill, Funkenhüstel, Regenschneider, Rumpelhorn, Rügenlicher, Raffrenner, wunderbar. Dann gehen wir einmal hier rein, können hier jetzt noch ein Season-Geschenkpaket öffnen. Schauen wir mal, was wir bekommen. Vielleicht haben wir jetzt gleich genug Fisch, das wäre auf jeden Fall sehr cool. Wir kriegen Fisch und es ist gerade so, also wirklich gerade so genug. Das ist ja mal richtig geil. Nächstes Level, 25.000 Eisen, gehst du wieder ins Training, let's go. Dann können wir den Kollegen einmal losschicken. Damit haben wir, oder hätten wir jetzt wahrscheinlich schon fast genug Eisen gehabt. Wir müssten nochmal einsammeln, damit wir genug hätten, aber ja, es ist ja sowieso egal. Wir haben jetzt einmal Sturmbringer wieder losgeschickt, aber ist sowieso zwei Tage unterwegs. Das heißt, das morgige Eisen, was wir bekommen, geht sowieso komplett bei uns ins Lager rein. Und dann schauen wir mal, ja, wie es danach weitergeht. So, wir starten heute wieder mal mit einem kompletten Team rein. Nur Sturmbringer allein können wir ja leider nicht nutzen. Und da gehen wir einmal von hier oben wieder schön ran. So, der Kollege und dann holen wir uns die hier, schießen hier einmal schön rein mit zwei Feuerbällen. Hab jetzt leider das Boot hier vorne nie getroffen. Das war ein bisschen schade. Aber egal, ist nicht so schlimm. Wir haben hier natürlich trotzdem einmal gewonnen und bekommen jetzt drei Schlüssel, die wir einmal mitnehmen können. Und da schauen wir einmal, was wir aus den drei Truhen bekommen. Let's go! So, da sammeln wir es ein. 1, 2 und 3. Haben wir nochmal 40 Runen, das ist auch sehr gut, da will man nichts gegen sagen. Dann haben wir die eine tägliche Aufgabe fertig, kriegen damit auf jeden Fall noch die Belohnung hier. Und zwar das tägliche Pflichtenpaket. Sammeln es einmal ein, haben wir nochmal ein bisschen Fisch sogar mit dabei. Sehr schön, nochmal ein bisschen Holz. Damit ist das Holzlager auch schon wieder fast voll. Hier war jetzt keine Belohnung mehr, genau. Aber die nächste Belohnung ist dann das hier. Das geht natürlich wieder ins Postfach. Das hier werden wir wieder öffnen. Und gut, dann passt das hier. Jetzt wollten wir noch aufsteigen. Da gehen wir einmal hierher und einmal ins Aufstiegsportal. Nehmen wieder ein flüchtiges und holen uns den Kollegen hier erstmal kurz zurück. So, dann machen wir das jetzt erstmal wieder mit dem. Genau, und zwar einmal und zweimal. Wunderbar. Und dann nehmen wir Duplikate. Und hier haben wir natürlich auch wieder ein ganz paar. Und da können wir ja auch dreimal komplett tauschen. So, und dann haben wir nochmal ein Duplikat. Nehmen wir die beiden. Damit komme ich ja auch auf genug. Wunderbar, dann kann der Kollege wieder los. Du bist auch gleich zurück. Dich können wir sofort beenden. So, kannst wieder los. Sehr, sehr schön. 18.000 Eisen wieder. Haben wir nochmal eine wöchentliche Aufgabe fertig. Die können wir auch noch einsammeln. Und dann können wir jetzt zum Portal gehen. Starten erstmal mit dem Portal hier rein, haben hier ja fünfmal oder tauschen hier fünfmal, bekommen ein Rekrutenpaket, dann einmal das Ra-Paket, kriegen sogar das Portal jetzt, ich glaube, fertig, nochmal 2.500 Bernstein und das hier, wunderbar, und nochmal das und dann kriegen wir den Kollegen, wenn wir jetzt Pech haben, wirklich als allerletzte Belohnung. Ja, wir kriegen den sogar wirklich als allerletzte Belohnung, also das hatte ich ja auch noch nie, ne? Dass wir den Kollegen, oder beziehungsweise allgemein hier die Drachen, oder ja, beste Belohnung als allerletztes kriegen, das ist ja echt bemerkenswert. So, wenn wir jetzt hier neu reingehen, kriegen wir genau die Runen, Schuppen noch, so rum. Und können jetzt hier auch noch fünfmal tauschen. Sogar sechsmal. Schauen wir mal, kriegen wir erstmal noch ein paar Runen, auch gut. Dann haben wir nochmal, ja, einen Klatschstreicher, Donnerpolter. Nochmal ein Gratis-Paket. Noch ein seltenes Paket. Meine Güte, hier geht es ja richtig ab. Und jetzt können wir noch einmal tauschen. Und hier haben wir auch nochmal ein Fischpaket. Das wird jetzt wieder sofort eingesammelt, weil es ist ja sofort öffnet, wenn man nur ein was tauscht.
Okidoki. Aber da haben wir ja wirklich richtig Luck, dass wir jetzt hier noch das reingekriegt haben. Jetzt können wir einmal den Donnerpolter hier noch öffnen. Den können wir natürlich freilassen, den brauchen wir nicht. Dann hier den Klatschstreicher. Den können wir natürlich auch wieder freilassen, brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier noch ein Markenpaket. Das können wir einmal einsammeln. Noch ein Markenpaket. So, wunderbar. Noch ein Markenpaket. Meine Güte, wie viel waren denn das? Wie viel haben wir denn bekommen? Ja, reicht, danke. Und dann haben wir hier jetzt noch das Paket, das können wir noch einsammeln. Damit kriegen wir nochmal ein bisschen Fisch und Holz. Und noch einen Krallenkrabbler, aber den lassen wir natürlich wieder frei, den brauchen wir ja nicht. So. Und dann haben wir hier jetzt einmal Waldwind. Den Kollegen können wir natürlich auch einsammeln, der ist für uns ja jetzt, ja, neu. Den können wir einmal platzieren, kurz füttern, wunderbar, steht er noch rum die nächsten Jahre. Auch gut, dann kann der Kollege noch ins Training. Und wie war das mit dir? Aber genau, du musst auch gefüttert werden. Dann machen wir dich auch mal. So. Wunderbar. Dann können wir hier jetzt sogar nochmal eine wöchentliche Aufgabe einsammeln. Kriegen es aber jetzt nicht ganz hin, das Ding zu beenden. Wir kommen jetzt nicht ganz zum Ende. Ist nicht so schlimm, aber ja, okay. Und ein Gratis-Paket haben wir auch noch. Sind wir auch schon wieder bei fast 300 Urinsmarken, was auf jeden Fall auch sehr, sehr gut ist. Und wie schon gesagt, schon wieder ein seltenes Paket oben drauf. Also ich denke mal, da kann man sich nicht beschweren. Wir haben jetzt schon richtig schön viele seltene Pakete. Da kriegen wir auf jeden Fall mindestens einen Premium-Drachen raus, würde ich sagen, beim großen Pack-Opening, was dann in ungefähr 200 oder was ziemlich genau in 275 Folgen stattfindet. Dauert ja noch ein bisschen. Aber bis dahin können wir ja noch ordentlich sammeln. Das ist ja immer noch, ja, eine ganze Menge, was die Zeit auch angeht. Also, ja, schauen wir mal. So, wir können jetzt hier zuallererst einmal auf den Kollegen gehen. Und greifen jetzt mit dem Knochenräuber normal an. Gehen dann mit unserem Sturmschild mit der Schwäche einmal rein. So, dann jetzt einmal so. Let's go. Und machen hier mit unserem Skill auch nochmal guten Schaden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mit unserem Sturmschild auf die Heilung. Und dann können wir richtig schön Flächenschaden machen. Holen den ersten Kollegen weg und gehen jetzt auf den nächsten hier. Der könnte jetzt, wenn wir Pech haben, die Fünfer raushauen. Macht er aber nicht. Und das ist für uns ganz gut. Aber das Problem ist, er kommt nochmal dran und könnte ihn nochmal einsetzen. Ich habe jetzt keine Möglichkeit gesehen, ihn schneller wegzubekommen. Ja, und er hat sie eingesetzt. Es macht jetzt nicht so enorm Schaden. Ich hätte eigentlich mehr erwartet. Ich meine, ist gut, ne? Will ich mich nicht beschweren. Ist sehr, sehr gut. Wir kommen in die nächste Welle, haben hier 5 Aktionspunkte und können hier jetzt gleich auf die Heilung von unserem Sturmschneid gehen. Damit schön Flächenschaden machen. Knochenräuber normal angreifen. Gehen jetzt mit dem Skrill nochmal normal rein. Und können dann noch einmal die Heilung von unserem Sturmschneid raushauen. Um auch wieder nochmals schönen Flächenschaden zu machen. Das heißt, hier noch einmal so hier. Wunderschön. Knochenräuber normal. Und dann holen wir den jetzt mit unserem Skrill und dann Sturmschneidschwäche weg. Und zwar machen wir das jetzt einmal so, Skrill normal. Dann hier einmal Sturmschneidschwäche, damit ist der weg. Gehen wir mit dem Knochenräuber hier nochmal normal rein. Und damit haben wir Schädelbrecher auch gleich weg. Da können wir jetzt hier nochmal zum Beispiel 3 Attacke von unserem Skrill raushauen. Sturmschneid nochmal normal reingehen und Knochenräuber normal. Damit haben wir auf jeden Fall auch schon mal wieder richtig guten Schaden gemacht. Und an der Stelle reicht auch nochmal die 3 Attacke vom Skrill aus. Damit ist der weg und wir haben hier gewonnen. Let's go! So, dann drehen wir erstmal am ersten Glücksrad und wir bekommen hier einmal eine schnelle Aktion. Sehr, sehr schön. Drehen wir direkt am nächsten und hier bekommen wir dann noch einmal eine Frucht der Weisen. Auch nicht schlecht. Dann nehmen wir hier das Rekrutenpaket nochmal mit. Ich bin mir jetzt unsicher, wird das direkt hier geöffnet? Ja, ich glaube schon. Rekrutenpakete, ja. Aber wenn man sie aus dem Glücksrad kriegt, dann nicht. Ne? So rum war das. Gut, wir können jetzt erstmal den Kollegen hier nochmal losschicken. So, und dann können wir direkt in den nächsten Kampf starten. Bevor, also erstmal will ich das hier nochmal einsammeln. Das ist so ein kleiner Tick von mir, dass ich das immer einsammle. Ich meine, 20 Millionen ist jetzt auch nicht viel, ne, was wir dort drin haben. Ich meine, gut, wenn man anfängt, ist das schon viel. Aber ich meine jetzt so in dem Spielstand, wo wir sind, ist das ja nicht mehr viel. Aber ich will es trotzdem immer einsammeln. Das ist, ja, komisch. Na gut, gehen wir erstmal auf den Kollegen. Greifen mit unserem Knochenräuber normal an, geben mit unserem Sturmschild dann noch einmal die Schwäche. Damit machen wir nämlich dann schon mal ein ganz bisschen mehr Schaden. Und kriegen den dann auch, denke ich mal, relativ schnell weg. Sollte kein Problem werden. Gehen wir mit dem Knochenräuber hier normal rein.
Ja, und jetzt einmal auf die Heilung von unserem Sturmschneid. Damit sollten wir auf jeden Fall auch wieder guten Flächenschaden machen. Genau. Skill nochmal normal. Knochenräuber Stärke holen. Let's go. Und dann jetzt mit unserem Sturmschild erstmal nochmal normal. Skrill normal und dann Knochenräuber normal und Sturmschild. Ne, brauchen wir gar keine mehr. Sind wir in der nächsten Welle. Hier gehen wir zuallererst einmal auf Axtling. Den Kollegen holen wir uns relativ schnell weg. Weil wir haben ja noch die Stärke auf dem Knochenräuber. Aber machen sie gleich nochmal neu, weil ich jetzt nicht wusste, wie lange sie noch hält. Und dann können wir jetzt mit der Sturmschneid-Heilung den Kollegen auf jeden Fall schon mal wegholen. Und können jetzt direkt mit dem Skill schon mal anfangen, jemand anders anzugreifen. So, hier die Heilung, damit ist der Kollege weg. Jetzt holen wir uns den. Haben wir auch schon über die Hälfte mittlerweile weg jetzt mit dem einen Hit. Oder beziehungsweise mit den zwei, drei. Gut. Machen aber auf jeden Fall sehr guten Schaden. Geben jetzt hier die Schwäche von unserem Sturmschneid nochmal. Reicht natürlich leider jetzt nicht ganz aus, aber ist auch nicht so schlimm. Denn wir kriegen den jetzt gleich auf jeden Fall weg. Gehen mit unserem Skill normal rein, das reicht schon aus. Dann Sturmschneid-Schwäche, Knochenräuber an der Stelle nochmal normal. Das macht wieder richtig guten Schaden. Und als nächstes folgt die Dreierattacke von unserem Skrill. Und der Kollege ist weg und wir haben hier wieder einmal gewonnen. Let's go! So, dann drehen wir am ersten Glücksrad. Hier bekommen wir einmal drei Früchte der Weißen nochmal. Ja, ich glaube mittlerweile war es das. Mittlerweile sind wir, ich glaube, auch bei 100 Früchten der Weißen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Oder zumindest sind wir relativ weit oben mittlerweile, was sehr cool ist auch. Sammeln wir jetzt erst nochmal hier die 20 Runen ein. Die letzten beiden Kämpfe würde ich mir dann für morgen aufheben. Damit wir dann das Ding morgen durchziehen können. Beziehungsweise... Ja, doch, müssen wir morgen machen. Übermorgen schaffen wir nicht mehr. Der Kollege kann wieder los. Uns fehlen noch knapp 10.000 Eisen. Die kriegen wir dann auf jeden Fall morgen zusammen. Oh, nee, uns fehlen noch 20.000 Eisen. Egal, kriegen wir vielleicht auch morgen zusammen. Oh, da kommt noch jemand zurück. Wunderbar, können wir dich auch noch füttern. Und ja, gehst du wieder los. Damit war es das schon wieder mit ein bisschen Eisen. Aber wir haben nochmal eine tägliche Aufgabe. Und, oh nee. Ja gut, sammeln wir heute nicht mehr ein. Heben wir uns auf für morgen. Ich würde sagen, das war es an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch sehr viel Spaß und ciao, ciao, Leute.